Und ich dachte, hey, die Oma hat jetzt auch noch einen Penis, was zur Hölle, was ja, ist denn das für ein habe, ja, Dorf? Für alte, stinkige Nein. Mein Genital heißt Jesus. Ja. Yeah. Meine erste Freundin hat meinen Penis immer Angelo Merte genannt. Angelo Merte, wegen dem Teddy. Richtig. Teddy-Typ. Weil er so schwarz ist. Ach so, hallo, herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind Brennpunkt Internet unter Zeitdruck, denn in exakt einer Stunde wird hier dieses Studio geflutet von anderen Leuten, die scheinbar auch hier irgendwas aufnehmen wollen. Kann ich mir überhaupt nicht nachvollziehen. Nee. Aber wir unterhalten euch bis dahin eine Stunde lang mit den relevantesten News rund um das Internet, beziehungsweise natürlich nicht internetspezifisch, sondern das, was das Internet bewegt in Atem hat, hält. Richtig. Sehr gut. Wir sind Tino Ranacher und Robin Osterhafu und wir sind toll. Tino, du. Du bist schon voll an Feier heute hier. Ja. Ich muss mich echt aufregen über die Ampelsituation hier in Weimar. Es ist schrecklich, echt. Breaking News, das Internet wird bewegt von der Ampelsituation in Weimar. Es gibt so eine Ampel hier in Weimar, wo ich jeden Tag vorbei muss, mehrfach manchmal und immer, ausnahmslos, ist die gerade rot geworden, wenn ich da anstehen muss. Das heißt, ich muss jedes Mal die Ampelphasen abwarten. Jedes Mal. Es ist schon ein Jahr so, seit ich da hingezogen bin in die Straße. Und welche? Sag ich nicht. Und seit einem halben Jahr ist es mir aufgefallen und seitdem gucke ich immer mal hin so und beobachte das ein bisschen. Es ist echt jedes Mal, es kann kein Zufall sein, dass ich immer dann aus der Tür rausgehe und da ankomme, wenn es gerade rot wird. Das ist ganz gezieltes Mobbing. Richtig. Du wolltest ja auch hier in den Stadtrat, ne? Richtig. Oder, ja. Und das ist Mobbing. Richtig, apropos Stadtrat. Gestern Abend hat ein AfD-Stadtrat in Weimar rumgeschossen mit einer Schreckschusspistole. Ausgerechnet AfD. Einzelfall. In Weimar? In Weimar, richtig. Okay, habe ich nichts mit einer Schreckschusspistole. Warum macht er das? Einfach nur mal hallo? Der Artikel war leider für TA Plus Leser, was ich nicht bin, aber es ging ziemlich viral und der muss irgendwie, weiß ich nicht. So viral, wie etwas in Weimar gehen kann. Genau, so ein kleiner viraler Hitler. Okay. Schön. Liebe Leute, bevor wir aber zu den Hauptthemen kommen, vielleicht noch kurz in eigener Sache hier diverse Sachen, wie zum Beispiel ein weiterer wundervoller Leserbrief, der hier eingegangen ist. Wo zur Hölle ist eigentlich mein Handy? Vergessen. So, ich brauche ja hier meine digitalen Notizen, sonst ich kann ja überhaupt nicht reden ohne mein Handy. Ne? Also ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Wir haben heute die irgendwas folgte Folge, was ist 33 Über oder so? 30 jedenfalls. Über 30. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, so es lange. Es fing an in deinem Wohnzimmer so mit Handy und jetzt sitzen wir hier im großen Radio. Selbst Wohnzimmer ist ein Euphemismus in diesem Fall. Dann ist es mehr so ein Flur. Ein Flur, ein Wohnflur. Was ist denn hier mit diesem Mikrofon schon wieder los, ey? Da will man einmal hier professionell aufnehmen, Radio Lotte. So, die grillen gerade draußen hier und verabschieden unsere FSJlerin. Der Hammer, oder? Ja, wir sind die Einzigen, die hier arbeiten. Richtig. Die ganze Zeit nur am Fressen, ey. Jedes Mal hier ordentlich Chips aufgebaut und so. Wir sind die Einzigen, die hier die Stange halten quasi. Das ist furchtbar, tatsächlich. Schlimm. Naja gut, in eigener Mission. Was gibt's? Tino, wie geht's dir sonst bis auf die Ampelsituation? Ja, ich habe wenig geschlafen, aber ich bin trotzdem sehr, sehr fitty. MC Fitty und habe mich ein bisschen geirrt. Gibt's den überhaupt noch? Der macht noch Rapmusik. Aber ich habe gehört, Künstler, die beim Weimarer Zwiebelmarkt auftreten, das ist so quasi die Grabrede. Richtig, tatsächlich. Ja. Genauso wie Jan Josef Liefers. Ich habe mich ein bisschen zu warm angezogen. Ich habe eine lange schwarze Hose an, weil ich dachte, es ist doch ein bisschen kühler als gestern. Aber ich habe mich täuschen lassen. Wie geht's dir? Also ich bin mir sicher, dass die AfD sich auch warm anziehen muss, wenn du hier im Podcast jetzt schon wieder rumhatest. Noch im Intro kommt schon der erste Schuss in diese Richtung. Das war ein Fakt. Gestern hat er rumgeschossen. Das ist kein Hate. Ja, aber vielleicht hat er irgendwas gefeiert. Dafür habe ich AfD sonst von einem nicht auf dem Zettel. Ich habe nur ein kleines AfD-Themachen. Naja, also liebe Leute, ich habe mich in den letzten Tagen ausführlich mit Kommentaren beschäftigt nochmal. Und ich deklariere das heute einfach nochmal zur interaktiven Folge. Ja. Der interaktive Mitmachspaß, Brennpunkt Internet. Wenn ihr bei YouTube hört, dann könnt ihr ja direkt kommentieren. Wenn ihr bei Soundcloud oder Spotify hört, dann geht einfach auf YouTube und kommentiert mal. Bei Soundcloud kann man auch kommentieren. Ah ja. Das machen relativ viele. Ich höre ja manchmal in die Lester-Schwestern rein, ja. Keine Werbung an dieser Stelle, aber David Hein, der ist ja schon ein ganz okayer Typ für mich so. Und da sind auch nur so 5 Kommentare immer.
Obwohl die viel, viel mehr Erläuterte haben, die das hören. Und wir haben teilweise auch 5 Kommentare bei SoundCloud. Also kann man hab ich noch nie gelesen. Empirisch festlegen, wir sind der bessere Podcast, ja? Rein von der Interaktivität her. Aber heute ist nochmal ganz speziell die interaktive Folge. Ich möchte unter diesem Kommentarbereich, in diesem Kommentarbereich, unter diesem Video, wenn es denn ein Video für euch ist, mindestens 20 Kommentare sehen. Oder Leserbriefe. Gute Überleitung, Tino. Danke. Du bist einfach gut. Wir haben hier einen Leserbrief von einer bisher unbekannten Person, aber ich lese einfach mal vor. Do it. Und in 5 Minuten kommen wir dann auch zu den wirklichen Themen, die diese Woche das Internet wirklich in Wallung versetzt hat. Immer langsam. Sehr geehrtes Team, Hodenpunkt Schminternet Team. Grüße an Timo Rachenatmer und Robin Forster. Ich hätte da so einige Fragen an euch, die mich nachts nicht schlafen lassen. Das ist dann tatsächlich so ein Q&A. Machen wir einfach jetzt, oder? Ja, komm. Wenn die Leute so gebannt sind, was der Trump diese Woche wieder gemacht hat oder so, dann müsst ihr euch halt jetzt 5 Minuten gedulden. Also Frage 1. Warum arbeitet ein so unangenehmer linker Mensch wie Tino mit eindeutig rechten Menschen wie Robin zusammen? Sein fragwürdiger Konsum der Band Schmöse Bonkels, Name geändert, um den Lumpigen keine neuen Zuhörer zu verschaffen, ist doch eindeutig fragwürdig und mit dem Grundgesetz der körperlichen Unversehrtheit nicht vereinbar. Also schon alleine die erste Frage gefällt mir sehr gut. Hat jemand Spaß am Schreiben und am Reden. Da kann ich mich sehr mit relaten. Mich freut es sehr, dass das aufgefallen ist, dass ich hier leiden muss, Woche für Woche und auch ja, ich ja immer. Auch. Ja, klar, wir leiden beide letztendlich. Und ich bin ja für einen offenen Dialog von Nazis und linksradikalen Antifaschisten und Kommunisten. Ich dachte bis jetzt immer, du bist für den offenen Dialog zwischen Nazis und deiner Faust. Das auch tatsächlich. Okay. Aber hier habe ich ja keine Möglichkeit. Ich komme gar nicht ran hier in dein Gesicht. Deswegen muss ich mit Wir haben 1 Meter Sicherheitsabstand. Wir haben uns an Köln 2015 orientiert und machen das hier gerade ganz safe. Aber so ein bisschen, um es ernster zu beantworten, habe ich ja auch ganz am Anfang gesagt, hey Tino, der Herodes geht weg, ich möchte weiter podcasten. Und ich dachte mir, wir sind uns auf einer Seite sehr ähnlich und auf einer anderen Seite unterscheiden wir uns sehr. Das ist doch toll, das ist doch perfekt. So, während ich den rechten Arm hebe, brichst du ihn mir ab. Das ist richtig, doch ist doch großartig. Nee, Dialog, also Leute. Dialog in die Fresse. Ich weiß nicht, ob das noch tiefer begründet ist, außer dass ich Böse Onkels ganz okay finde. So rechte Ideologien finde ich an sich nicht so gut. Nun, Frage 2. Robin sieht mit Glatze besser aus als wie früher, wo er noch Haare hatte. Gute Frage, kann ich nur mit Ja beantworten. Du wirkst viel seriöser damit auf jeden Fall. Aber weniger jugendlich. Das ist, ja. Frage 3. Herr Ranacher, in Klammern Fernsehschauspieler. Hatten Sie schon immer das Bedürfnis, mit alten Menschen zusammenzuarbeiten oder warum bist du in der Politik und in diesem Podcast aktiv? In Klammern Radio. Ja, der Robin, er ist schon sehr pflegebedürftig. Und ich hatte auch in meinem Studium 2 Jahre Gerontologie und so wurde ich vorbereitet auf diese Sendung mit dir. Es ist ja auch so ein bisschen Geben und Nehmen. Du hast einen Spuckfetisch und ich brauche jemanden, der mir immer den Mund abtupft. Genau. Das ist wirklich richtig. So ein schönes Hand in Hand miteinander. Ein Geben und Geben. Ja. Nochmal Frage 3. Wie groß sind eigentlich Nacktschnecken? Naja, so 10 Zentimeter. So. Jetzt spätestens weiß ich, dass dieser Kollege sich an einem Video orientiert. Ich weiß gerade leider nicht, wie der heißt, der das gemacht hat, aber Top 10 Fakten über Nacktschnecken oder so. Denn Frage 4 ist nochmal, seid ihr Nacktschnecken? Ich bin manchmal nackt, aber keine Schnecke. Okay, kann ich so unterschreiben. Sehr witzig, dieses Video übrigens, kann ich empfehlen. Frage 7, warum? Ja. Darum? Frage 11. Ich finde die schleichende Politisierung des Abendlandes, die Sie mit Ihrem unangenehmen satirischen Podcast auch noch vorantreiben, nicht gut. Und die damit einhergehende Reduzierung der Meinungsfreiheit, es sei denn, sie stimmt mit der des Regimes überein. Verwerflich. Alter, diese Schachtelsätze. Und frage mich, ob Sie sich in Ihrer Verantwortung bewusst sind und weiterhin vorhaben, Ihren inhumanen Podcast auf diese Art und Weise weiter zu tun. Das ist, glaube ich, meine Schuld. Ich habe das schon oft gehört, dass wenn ich irgendwelche Projekte mitmache, dass die politisiert werden. Das war schon im Kindergarten damals schon so. Da schon so, mit meiner Geburt, ja. Und alle schwarze Sturmmasken plötzlich aufgehabt, die kleinen Bubs da. Ja, ist echt so ein bisschen so, dass ich halt wirklich so ein bisschen ganz tief verwurzelt ein politischer Aktivist bin. Und
ich weiß das, mir ist das bewusst und deswegen versuche ich auch in vielen Projekten, wenn ich Theater spiele, auch mal das bewusst auszuklammern. Ich habe sogar in meinem letzten Theaterstück sogar abgewehrt, dass wir es politisieren. Oh, Tino. Weil ich wusste, nee, Tino, du machst so viel Scheiß, so viel Politik und so viel linksradikalen Mist. Jetzt mal nicht. Okay. Aber ich schieb's ein bisschen auf mich, dass dieser Podcast sehr politisiert ist. Du bist aber auch sehr interessiert und alles, aber ich glaube, dass es eher von mir ausgeht, dass es so ist. Ja, also ich finde es ja schön, wenn man auch gesellschaftlich relevante und politische und wenn man Weltgeschehen bespricht und nicht nur Zwinker, Zwinker Richtung Lästerschwestern über irgendeinen Lappalien-Scheiß, irgendwelche Influencer. Kritik. Nein, wie gesagt, ich höre ja Lästerschwestern, aber manchmal denke ich mir, okay, jetzt habt ihr aber so eine Plattform und nutzt die eigentlich auch für sehr ernste Sachen teilweise, aber dann doch nur in diesem Kosmos YouTube und Influencer machen Mist so. Klar, ist natürlich das Expertengebiet für die beiden, aber... Kann man sagen, wir sind das Add-on von den Lästerschwestern? Naja, die sind der Prototyp von einem guten Podcast und wir sind halt der beste Podcast aller Zeiten. Ja. Gehe ich mit. Kann man sagen. Und ich habe auch schon öfter gehört, dass ich für die Islamisierung des Abendlandes zuständig bin und mit diesem Podcast werden wir auch unseren Teil dazu beitragen, oder? Ich denke auch, hoffentlich. Ja. Dann werden wir alle Weihnachten in der Moschee feiern. Obwohl, wenn dann irgendwann das Gamescom-Video endlich mal online ist und man sieht, dass ich da ein kleines Juden-Cosplay mache, dann könnte es auch schon wieder ein bisschen kritisch werden. Ich denke auch, dann gibt es den nächsten Judenskandal hier im Podcast. Dann bist du in schuld. In Deutschland. Nach 80 Jahren wird es mal wieder Zeit für einen Judenskandal. Frage 12. Wie lebe ich am besten vegan? In Klammern englisch ausgesprochen, also vegan. Damit ich mal ein paar Waifus mit Rasta-Locken abkriege. Nee, Rasta-A-Locken. Es stimmt, dass also veganer Frauen oftmals sehr schön sind, sehr hübsche Mädels sind, kann man sagen. Und wenn du selber vegan lebst, also oder vegan lebst, dann öffnen sich auch ihre Schenkel für dich. Das ist bestimmt irgendwo sexistisch wieder gewesen. Absolut. Das hier auch vegane Männer sind attraktiv und auch sie öffnen ihre Hinterpforte, wenn du vegan lebst. Ich finde ja tatsächlich diesen Dreadlock-Look eigentlich ganz nice, aber nur aus der Ferne. Also so näher irgendwie, es ist ja nicht angenehm zu berühren und so, aber es sieht ganz interessant aus so. Es wirkt immer so ein bisschen ungepflegt, finde ich. Was hast du jetzt gesagt? Doch. Ich habe ganz bewusst gesagt... Es wirkt so. Es ist nicht so, aber es wirkt manchmal so ein bisschen so. Und ich hatte auch schon Menschen mit Rasterlocken so in meinem näheren Kreis, aber prinzipiell ist es... Ich hatte sie und jetzt nicht mehr. Ich habe auch unter meinen Achseln habe ich auch Rasterlocken. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist jetzt für mich kein Ding, wo ich sage, darauf stehe ich total. Aber wenn es zu einer Person passt, ist es schön. Und zur Frage, wie du vegan wirst... Hör unseren Spezialpodcast. Genau. Brennpunkt Hörerwunsch über vegane Ernährung. Sehr gut. Wurde für 20 Euro gekauft. Könnt ihr natürlich auch machen über ein anderes Brennpunkt Thema. Brennpunkt Hörerinnenwunsch auf, Gott, auf YouTube. Kotze. Gut, machen wir ganz schnell weiter. Aussage 1. Kranplätze gehören verpflichtet, verehelicht, ich weiß es nicht. Und Nabelbrüche müssen ärztlich abgeklärt werden. Ja, bin ich auf dem Weg dahin, keine Sorge. Mit angenehm unpolitischen Grüßen, P.J. Hosemann. PS, lang lebe der Rundfunkbeitrag. Jetzt hast du aber den Kranplatz, das Kranplatz-Thema übersprungen. Ja, das war es ist eine Aussage gewesen, keine Frage von wem. Ach so. War das nicht aus irgendeinem Video, Kranplätze, was war das nochmal? Ich nehme es an, das Thema. Also ich werde mich im Thüringer Landtagswahlkampf, ich bin der Listenplatz 2 für die Partei hier in Thüringen, werde ich das Thema aufgreifen, dass Kranplätze verdingst werden müssen. Okay. Sehr gut, dann können wir doch zu den wirklich relevanten Themen diese Woche kommen. Ja, vielen Dank für die Post. Ja, vielen Dank für die Post, auf jeden Fall. War zwar diesmal leider kein Geld drin, wenn auch ihr uns schreiben wollt, dann bitte an Radio Lotte Weimar e.V., Goetheplatz 12, 99423 Weimar, zu Händen, Brennpunkt, Internet. Wie hieß nochmal unser Podcast? Ach so, wir machen ja hier einen Podcast und reden über Leute und Sachen und Dinge, die die Welt bewegen. Na dann tun wir das doch mal. Wollen wir ganz kurz die schlechten Sachen abarbeiten, die passiert sind? Ja, Tino ist da. Genau, ich bin hier. So, das war's schon. Jetzt kommen wir zu den guten Sachen. Ich möchte, damit wir das AfD-Thema weg haben, am Anfang das ganz kurz einwerfen. Eine lustige Geschichte eigentlich. Der Spitzenkandidat der Landtagswahl in Brandenburg. Ist das der mit der Glatze? Der Kalwitz, genau. Ja, okay. Hat auf seinem Profil, ich glaube im Landtag stehen, Studium der Medieninformatik. Da wurde mal recherchiert und angerufen an der Uni und da hieß es, nee, der hat ihn nicht studiert. Da wurde er mal angesprochen darauf und er meinte, ja, also ich habe fast dort studiert. Ich war dort mal an einem Tag und habe mit einer Professorin gesprochen.
das ist für ihn quasi schon ausschlaggebend genug, um reinzuschreiben in seine Vita, dass er da studiert hat. Ja. Ich bin Japan-Experte, ich war mal 2 Wochen da. Siehst du? 10 Tage. Mehr als er. Ist ja fast 2 Wochen, ist ja fast ein Monat. Da bist du mehr Japanistiologe als Kalwitz ein Medieninformatiker. Das kurz dazu, also liebe Leute, es sind jetzt bald aber Wahlen. Das ist halt auch der gleiche, ich dachte, das meinst du, der wurde irgendwie, ich hab's nur am Rande mitgekriegt. Ich dachte mir, ach, Tino wird's halt eh haben, ich muss es mir nicht durchlesen. Ja, der war doch bei Jung und Naiv und da hat er auch über seine rechtsradikale Vergangenheit gesprochen. Ja, irgendwie NPD oder mit die Rechte irgendwo rumgelaufen. Nee, viel radikaler als Sachen, die echt verboten worden sind, was er aber so abtat als, es war eine Entwicklungsphase und ich war da auch nur auf dem Papiervorstand. Aber das Gleiche sagt auch immer Höcke, ja, dass er auch in der Entwicklung war deswegen für den rechtsradikalen Verein. Mhm. Aber warum ausgerechnet nur den rechtsradikalen Verein? Die waren nie in den linken Vereinen. Komisch. Das kurz dazu. Okay, ignorieren wir erstmal die AfD, weil wir reden bestimmt nächste Richtig. Woche nochmal genug darüber, wenn dann die Landtagswahl Sachsen durch ist und so. Und Brandenburg. Ja. Was alles überschattet hat diese Woche, aber da haben wir letzte Woche schon ausführlich drüber geredet. Und zwar als allererstes, da beiße ich mich echt ein bisschen in den Arsch. Wir haben ja Mittwoch früh berichtet, ne, über die Brände vom Amazonas. Wir waren die Ersten. Wir waren halt die Ersten, aber es wurde erst Sonntag ausgestrahlt. Das ist das Ding so. Mhm. Wir, ne? Da hätten wir uns so schön mit brüsten können. Och, guck mal, was wir für tolle Menschen sind. Wir erzählen davon, wenn noch kein Schwein davon weiß, so. Obwohl es auch da schon 3 Wochen gebrannt hat. Und, ne? Aber ist egal. In Deutschland ist das Thema erst so Donnerstag, Freitag richtig angekommen. Und seitdem wird halt tagtäglich schon auch davon berichtet, was ja eine schöne Sache ist. Und im Zuge dessen will ich eigentlich nur sagen, dass Ecosia haben wir nämlich auch schon vor Wochen berichtet, so eine Google-Alternative, die bei, ich glaube, pro 100 Suchergebnisse oder pro 100 Suche, irgendwie sowas, pflanzt die einen Baum, so. Und die sind jetzt, die Nutzung davon ist um 1150% angestiegen. Oh, toll. Und bis, das ist viel mehr. Bis zu diesem Tage haben sie 65 Millionen Bäume gepflanzt. Das ist doch schön. Also. Wirklich? Ja, du kannst es auch überprüfen. Pflanzen die wirklich? Ja, ja, die machen da ganz akribisch hier, dass du es nachprüfen kannst und so, haben alles angezeigt. Das ist ganz schön. Ich hab die auch mal genutzt während des Studiums, aber ich habe gemerkt, dass die Suchergebnisse nicht so zufriedenstellend waren wie die von Google. Die nutzen halt die Suchergebnisse von Bing. Oh. Und Bing nutzt man hauptsächlich für Porn. Aber Porno googelt man ja oder sucht man doch ja nicht. Porno, irgendwas, jetzt Video. Aber mach das mal bei Ecosia. Aber apropos Porno, Pornhub macht das Gleiche. Genau. Pornhub, die wollen auch jetzt pro 100 Views, wollen die jetzt einen Baum pflanzen. Ja, und das ist natürlich ganz, ganz kritisch jetzt vom Zeitpunkt her, denn es ist ja bald wieder No-Nut-November. Ja. Das kommt da ein bisschen ins Gerangel miteinander. Da muss man dann natürlich abwägen. Ist jetzt wichtiger, einen Baum zu pflanzen oder einen Monat nicht zu natten? Da gibt es eine Lösung von mir höchstpersönlich. Fickt einfach, Leute. Und guckt dabei Pornos. Oder lasst euch einen, sucht euch einfach einen Rank-Partner. Das machen ganz, wie heißt das, ein Bro-Job nennt sich das. Ist so ein Trend aus den USA gewesen. Wo halt heterosexuelle Männer ihre Stifte fallen lassen und sich dann halt befriedigen gegenseitig. Aber no homo und immer Socken an. Ja, wenn man Kondome dran hat, ist ja auch kein direkter Kontakt quasi da. Sowieso nicht, weil man berührt sich auch gar nicht eigentlich. Man stößt sich ja ab eigentlich. Also wir berühren uns nie wirklich. Wenn wir uns jetzt die Hand geben, berühren wir uns gar nicht wirklich, sondern wir sind immer so Atome dazwischen. Mhm. Wir stoßen so ganz leicht ab, sonst würden wir verschmelzen ineinander. Mhm. Deswegen gibt es eigentlich gar keine Homosexualität. Hier habt ihr es zuerst gehört, liebe Leute. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, Amazonas und so. Da habe ich nämlich noch ein Bild gesehen, kurz nachdem wir darüber berichtet haben. Und zwar, ich glaube, es war Sao Paulo oder so. Irgendeine Stadt, die relativ nah am... Sao Paulo ist nicht nah am Amazonas. Ist ja auch egal, eine fucking Stadt am Tage, komplett schwarz. Hm. Weil es so sehr geraucht hat. Das ist auf jeden Fall ganz schön viral gegangen. Fast so schlimm wie in der Wohnung von Frau Ritter. Ja, stimmt. Das ist übrigens meine letzte Chance, hier mit Professionalität zu glänzen, denn am 30., das ist jetzt irgendwie, ach, das ist heute, da endet die Einsendefrist für diesen Podcast Award und eine große Werbekampagne, das stand ja auch erst da, ne, gewinne einen Preis von 100.000 Euro und ganz weiter unten, ganz klein, steht dann eine Werbekampagne im Wert von 100.000 Euro. Oh, na toll, und dann? Und jetzt? Ja, und dann werden wir berühmt als Podcast. Jeder hasst uns, weil wir nicht gesellschaftlich konform sind. Wir brauchen das Geld. Weil Leute wie du sagen, SchülerInnen. So, und dann sind wir halt weg vom Fenster. Es geht also ganz schnell. Diese Werbekampagne würde uns töten. Aber
Nichtsdestotrotz wollen wir bitte diesen Podcast Award. Jetzt können wir es ja sagen, Big FM. Sie ja, sogar Live-Publikum heute, hast du es gehört? Ja. Dankeschön. Applaus draußen. Ich hoffe, die Leute haben es auch gehört. Zum Thema Amazonas habe ich Bilder auf Facebook gesehen, wie so ehemalige Klassenkameraden, die jetzt nicht ganz so die hellsten Birnen sind. Das könnt ihr ruhig hören, das ist einfach so. Die zeigen dann irgendwelche Sachen, ja, von wegen Greta Thunberg, die zieht die Aufmerksamkeit auf sich, während im Amazonas alles brennt. Da haben sich jetzt Bilder gezeigt von irgendwelchen Tieren, die da irgendwie am Heulen sind in diesen Flammen. Und diese Bilder sind entstanden im Amazonas, wie so zwei Erdmännchen sich irgendwie auf den Arm haben und weinen. Und ich dachte mir, das kann, Erdmännchen weinen. Danke. Es kann irgendwie nicht sein. Und da habe ich mal recherchiert und das sind Bilder, irgendwie, die sind ganz woanders entstanden. Aber diese Ablenkung, ja, dass man Greta Thunberg diffamiert und den Amazonas nutzt, aber nicht begreift, dass es im Zusammenhang steht, dass sie darauf aufmerksam macht, dass man ein bisschen weniger Fleisch essen sollte und vielleicht auch ein bisschen umweltbewusster leben sollte. Dass das im Einklang steht mit den Amazonasbränden, das raffen die nicht. Ich hatte auch neulich fast ein schlechtes Gewissen. Als ich gehört habe, im Amazonas, ne, die Gebiete, die da genutzt werden, ist hauptsächlich so für Soja und so. Aber 80% von Soja wird ja für Fleisch genutzt. Also mindestens. Wenn ich hin und wieder mal eine Sojamilch trinke, da kann ich ja gerade so noch ein gutes Gewissen haben. Es sind sogar fast 90%, also die Zahlen schwanken. Das ist so ein falsches Argument zu sagen, Veganer verpesten die Umwelt, weil sie Sojaprodukte essen. Nein, das geht in die Massentierhaltung. Die Stifte. Das ist halt der zweite Stift, den ich runterwerfe. Irgendwann haben wir hier einfach ein Meer von Stiften. Über dieses Meer kann Greta ja dann erfolgreich drüber schwimmen, wie sie es geschafft hat. Oh Gott, Alter. Mann. Oder heißt sie nicht, heißt sie nicht Julia Reda? Ich weiß es nicht. Jetzt lass doch den Herodes in Ruhe. Also sie sind New York angekommen. Genau. So. Gestern oder vorgestern. Ich lese ja gerne bei Reddit World News rein, aber das Bild, wo sie in New York zu sehen ist, das habe ich gesehen auf Reddit Pics. Und da ist man sich noch nicht so einhellig der Meinung, dass Umweltschutz ganz in Ordnung ist. Meine Güte, was ich da für Kommentare gelesen habe, also das geht erstmal nur um Fotos da. Mhm. Ja? Da ist eigentlich erstmal politische Aussage und so plus minus null. Jeder kann machen, was er will. Und alle Menschen da meinten, ey, toll, ja, die mit ihrer Yacht und so, das mache ich jetzt in Zukunft auch, haha, lol und so. Yacht? Ja, mit ihrer 4 Millionen Euro CO2-neutralen Yacht, bla bla. Mhm. Okay. So. Und nicht so schön, aber da haben wir ausführlich im letzten Hörerwunsch drüber gesprochen, deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal so sehr ausdehnen. Aber sie wurde empfangen sehr herzlich von den New YorkerInnen. Hat sie. Alter. Ich trigger dich jetzt. Gab es so Welcome-Schilder und so und danke Greta und so. Das fand ich ganz niedlich. Aber was ja viel relevanter war diese Woche als irgendwelche brennenden Ozeane oder kleine Mädchen, die Welt retten. WoW Classic. World of Warcraft. Ja, hast du es mitbekommen? Nein. Da kommt direkt die Polizei, weil du das nicht mitbekommen hast. Wie kannst du durchs Internet gehen? Wie kannst du durchs Internet gehen? Was ist denn hier los? Wie kannst du durchs Internet gehen? Gar nicht. Und nichts davon mitbekommen, dass WoW Classic gerade im Hype ist. Was ist das denn, Klassik? Also WoW Classic? Es ist das also ich weiß es auch nicht hundertprozentig, ehrlich gesagt. Aber soweit ich weiß, es ist die Urfassung von World of Warcraft. Ja. Weil die durch Patches und Add-ons und so sich immer weiter von diesem Urkern entfernt hat. Hm. Und alle zocken es wieder. Es ist gerade richtig hart. Also die ungepatchte Version. Genau, so die Ursprungssache. Es ist halt wirklich so, ich habe es ja auch mal bis Level 11 gespielt. Und bis Level 11 passiert halt nichts anderes, außer du gehst irgendwo hin, ja, töte mal 20 Wölfe, alles klar. Machst du, gehst wieder zurück, hier ist deine Belohnung. Ah, und jetzt kannst du da drüben mal zwei Bären töten. Alles klar, mach ich dir. Richtig, richtig dumm. Aber alle feiern es. Ich möchte es jetzt auch nicht abhaten. Es gibt bestimmt gute Gründe dafür. Wobei ich glaube, dass das schon jetzt der Hype auf Nostalgie ein bisschen beruht. Ja, ja. Aber immerhin haben wir es mal erwähnt. WoW. Wie es halt so ist. Ich finde die Grafik auch so räudig, ohne Spaß. Ich kenne das nur aus der South Park-Folge. Kann das sein, dass die da auch im WoW gespielt haben? Die ist legendär, die genau. Folge. Ja, die ist absolut legendär. Ja. Aber ich kann diese Grafik nicht sehen. Verzeiht es mir, ich kann auch Super Mario Grafik nicht mehr sehen. Dieses ganze quietschbunte Ekel, ich kann es nicht. Wenn es für euch okay ist. Meinst du jetzt die neuen oder die alten? Alles. Alles. Dieses ganze Mario-Universum, ich Man muss sich drauf einlassen. Das ist doch das Niedliche. Ja, will ich nicht. So, Mario mit der roten Mütze so und hate me, Mario. Ja, kann das er ist ja doch sein, großartig. Nee, ich mag die Mario-Welt. Ich habe es einfach in meiner Kindheit zu viel gezockt. So, ja, ich auch. Ich bin übersättigt. Hast du da keine Nostalgiegefühle? Nee. Hast du nur Nostalgie-Gefühle? Hab ich. außerdem zockt WoW Classic der gute Unge. Der ist jetzt ungefähr eine Woche live.
hat er sich vorgenommen. Er will bis Level 60. Online. Genau, er will bis Level 60 durchballern. Ich weiß nicht, welcher Level er gerade ist, auf jeden Fall. Aber schläft er dann auch? Richtig, darauf will ich hinaus. Er hat geschlafen und es haben ihm teilweise 8.000 bis 9.000 Zuschauer beim Schlafen zugeguckt. Das ist mehr, ich habe vorhin nochmal reingeguckt, da hat er aktiv gezockt, da waren es nur 6.000. Mhm. Es haben ihm mehr Leute beim Schlafen zugeguckt, als bei etwas tun. Das ist irgendwie. Ja, die haben die Hoffnung, dass er sich einen runterholt. Vielleicht. Dass er es vergisst. Oder? Aber irgendwo steckt da eine Parabel auf unsere Gesellschaft drin, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wäre lustig, wenn irgendwie so ein Geist reingeflogen wäre oder Einbrecher oder sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Big Brother-Denken. Irgendwie, ich gucke gern zu, wenn Sachen passieren können. Aber im Schlaf passiert doch eigentlich nichts. Nee. Aber verstehe ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, also ich würde an seiner Stelle mir wirklich irgendwie einen Gürtel ummachen oder so, dass ich nicht in meine Hose kann nachts. Ja, kann nicht, passieren. Nicht, dass du im Schlaf irgendwie die Hose ausziehst oder so und auf einmal. Das kann passieren. Ja. Das wäre natürlich, da hätte ich auch zugeguckt. Ja, Unge ist ja schon wach, langweilig und dann im Schlaf. Ich weiß nicht. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe mal die Story schon erzählt, glaube ich, dass Unge an meiner Hochschule war und ich war derjenige, der ihn rumführen sollte. Mhm. Und ich habe es nicht gemacht, weil mir das peinlich war. Erstens meine Hochschule und zweitens Unge. Aber hast du nicht gesagt, du findest so Rasterhaare schön? Der hatte die doch damals noch, oder? Ja, ich finde sie okay. Ich finde sie halt nicht, also ich finde sie schon schön. Ich will sie nicht an meiner Uni rumführen. Eben, ich dachte, er stinkt. Gott, oh Gott. Okay, was noch stinkt, ist die Heirat von PewDiePie. Sie stinkt nicht, aber hey, PewDiePie hat geheiratet und gleichzeitig 100 Millionen Abonnenten geknackt. Oh, ja. Läuft für ihn, hä? Ich weiß gar nicht hier, da war ja ewig lange dieses Battle, PewDiePie gegen T-Series. Ich guck mal, wie viel T-Series jetzt an Abonnenten hat. Das war diese indische Firma, ne? Genau, sowas wie, was weiß ich, ist mir scheißegal. Die haben 110 Millionen mittlerweile. Mhm. Aber also mehr als er. PewDiePie hat irgendwie vor 4 Monaten ein Video mit 140 Millionen. Ah. Congratulations. Doch mehr. Krass, Alter. Ein Video mit 140 Millionen einfach mal so. Naja, egal. Ja, herzlichen Glückwunsch, PewDiePie. Seine Freundin, die hat so ein bisschen eine anstrengende Stimme, finde ich, aber. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Das ist Marcia, die heißt CutiePie. Ist mittlerweile auch sehr erfolgreich. Oh. Ja, durch ihn. Hallo. Ja, hallo. Sie hat eine schöne Persönlichkeit und spricht die ganze Zeit. Sie hat so eine schöne Persönlichkeit, so große Ideale. Jetzt hört er mal auf, so sexistisch zu sein. Zwei große Ideale. Nein, ich glaube nicht mal, dass sie große Brüste hat. Ich finde auch echt, es ist halt, können wir ein für alle mal festhalten, dass große Brüste nicht alles sind. Ist es ja auch nicht. Also im Gegenteil. Ich rede doch gerade von der Gesellschaft, die das geil findet. Ach so, ja, okay. Aber wir sind Brüste fast egal. Gesellschaft, was ist denn los mit euch? Ich weiß nicht. Du Gesellschaft, wer bist du eigentlich? Können wir mal bitte darüber diskutieren, warum ihr so bis versessen in große Brüste seid? Also natürlich nicht alle. Das ist doch nicht mehr schön, wenn die so riesig vielleicht sind. Vielleicht ist es auch da eine laute Mehrheit. Vielleicht sind es gar nicht so viele. Aber ich finde echt, so Riesenhupen. Aber es funktioniert doch in der Werbebranche, auch in Pornos, haben die immer so riesige Brüste und riesige Penisse auch. Es ist halt wirklich so ein Unfallding, glaube ich. Also wenn ich Riesenbrüste sehe irgendwo, gucke ich klar auch hin. Aber ich sage mir halt nicht, oh nice, cool. Und erst recht nicht, wenn sie künstlich sind. Dann schon gar nicht. Das ist langweilig, ja. So. Naja, also es ist meiner Meinung nach kein Idealbild, wo man hinterher streben sollte. Jedenfalls Glückwunsch, PewDiePie. Und auch... Was sind wir für sexistische Schweine, weißt du? Warum? Wir haben es geschafft, von der Hochzeit, von PewDiePies Hochzeit, auf irgendwelche Brüste und Frauen und irgendwas. Naja, egal. Ja, weil ich den Verdacht hatte, dass sie halt nur aufgrund von ihm irgendwie berühmt geworden ist, was ja oftmals der Fall ist. Nein, das ist ja nicht so. Wie so Fußballfrauen, die dann irgendwie mit Özil heiraten, die aber eigentlich gar nichts selber können, aber auf einmal Schmuckdesignerin werden oder Influencerin, obwohl die nichts gemacht haben oder nichts können eigentlich. Naja, aber nennen wir mal ein paar Influencer, die wirklich was können von den Top-Leuten. Außer unterhalten natürlich. Das will ich jetzt auch gar nicht absprechen, dass unterhalten vielleicht auch einfach eine Qualität ist, aber naja, nicht jetzt alle. So skillmäßig so... Also so Leute zum Beispiel jetzt wie Jack Black zum Beispiel oder... Das sind ja Musiker. Oder das, Jack White, aber auch die haben ja viele Follower und auch die sind ja irgendwie Influencer technisch gesehen. Ja, aber ich meine wirklich nur Influencer des Influencer wegen. So die reinen Influencer. Also Models Influencer. Oder irgendwelche Stars, die einfach nur halt so Big Brother Leute oder was weiß ich, nehme Apo Red, Leon Mascher, solche Leute. Okay, vielleicht Apo Red kann man mittlerweile sagen, dass er ganz gute Musik machen kann, wenn man schlechte Musik mag. Und bei Leon Mascher vielleicht ähnlich, obwohl Copacabana ist schon ein Ohrwurm, aber garantiert nicht aus seiner musikalischen Feder entstanden. Mhm.
Und deswegen, also... Wenn ihr gute Musik hören wollt, das Bibi, kann das... was kann Bibi? Sag's mir, was kann die? Singen. Bibi? Sie kann sehr gut singen. Bibi kann singen? Nein, kann sie nicht. Die hat doch Wap-Wap gemacht, ja. Ja, eben. Aber sie kann es halt nicht. Es war ja ironisch. Okay. Ja, sie kann, ja, auch, sie kann nur Wassermelonensaft umschmeißen. Sie kann halt nur irgendwie Leute entertainen, aber sie, so ein richtiges nicht Talent... Mal, nicht mal das. Also ich finde ihre Videos furchtbar langweilig. Aber viele... Influencer, schönes Thema. Ja, aber wenn ihr gute Musik hören wollt, kam gerade das neue Album raus von Alexander Markus. Oh. Nee, die kam noch nicht. Aber Alexander Markus hat gerade Pharao veröffentlicht, habe ich heute Morgen gehört, unter der Dusche, also heute Morgen war um 12. Mhm. Hört gerne mal rein. Okay. Schön gemacht. Sehr lustig. Wo wir gerade von Influencern sind und was die denn eigentlich können. Es gibt einen wundervollen Nicht-Influencer, das ist der Bangla FZ1. Hast du von dem schon gehört? Nein, hast du nicht. Jetzt zum ersten Mal. Bangla FZ1 hat es irgendwie geschafft. Wahrscheinlich hat er eher extra Rechte bei Logan Paul und ich glaube auch bei anderen Kanälen. Logan Paul ist ja relativ groß, ziemlich. Mhm. Und da hat er es geschafft, den Titel und die Beschreibung von ganz vielen Videos zu ändern. Das war dann haha, my gay friend, Dildo, fuck, irgendwas, sowas in diese Richtung. Ganz, für alle ganz viele, quasi. Für alle sichtbar. Mhm. Und hat in die Beschreibung gesehen, hey, it's your friend, Bangla FZ1, bla bla bla. Hat auch den Rest der Beschreibung dann so gelassen, also mit den Links von Logan Paul und so. Mhm. Aber halt so ein bisschen, ne, Titel und sowas geändert. Ich vermute, dass der irgendwie extra Rechte hatte, weil man kann so durch Community sich untertitelt machen lassen. So ja. Einsenden. Vielleicht hat er dadurch das irgendwie geschafft. Oder er hat sich wirklich da reingehackt, aber hat halt nichts Schlimmes, sage ich jetzt mal, gemacht. Nur das die Titel ist und vielleicht Beschreibung auch nur ein Promo-Stunt. Der ist halt nicht selber bekannt. Also das ist einfach nur irgendein Dude gewesen so. Mhm. Also was ist denn Bangla FZ1 für ein Name? Das verstehe halt ich auch nicht, nee. Ja, aber war ganz witzig. Konnte man dann schauen. So wie der Rapper hier, DCVDNS. Ja. Und man sich so ganz bescheuerte Namen aussucht, bewusst, um cool zu sein. Warte, oder ich kann... We butter the bread with butter. Was kein Schwein aussprechen möchte. Ja, das ist auch diese Musik von den Leuten, die so komisch rumschreien, weil die nicht singen können. Ja. Hier, guck. A love story about I licking JT's sexy balls and penis. JT's dildo ruined my life. So. Ich würde gerne wissen, wie er das gemacht hat. Witzig. Bitte schreibt mir, Herr Vor allem Herr das Thumbnail davon war halt auch schon so, I hurt myself on the trampoline oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn man das in Kontext mit Dildo oder so setzt, ist schon ganz witzig. Das finde ich witzig. Sind das nicht diese White Noise Hacker oder so, die das Netz hacken für gute Sachen? Weiß ich da gibt es doch so zwei Ligen, irgendwie die Black und die White Noise oder irgendwie sowas. Wo wir gerade von Black und White reden, das ist nämlich ein Thema, was mir richtig unter den Lippen gebrannt hat im letzten Hörerwunsch. Das können wir jetzt endlich besprechen. Es gab so einen kleinen Eklat bei einer News-Station in Amerika. Wir haben Bericht gezeigt, so sie, weiblich, weiß, er, also Co-Host, ne? Farbig, so, ne? Afroamerikaner, was auch immer. So, sie schauen sich so ein Video an, oh ja, hier, da im Zoo und so, und sie redet so ganz normal und so, oh, der ist ja süß, so ein kleines Äffchen, und dann sagt sie so, kind of looks like you. So, sie sagt halt so, sieht ein bisschen wie du aus. So. Ja. So, ein Tag geht ins Land, nächster Morgen, also unter Tränen theoretisch, aber ich glaube, es hat sich schon sehr nach Fake-Weiner-Stimme angehört, so, aber sie halt so, ne, I'm so sorry, I'm so sorry. Er sitzt daneben, hört sich das an wie so ein kleines Kind, sitzt, wie zwei kleine Kinder sitzt er auf der Dings, als hätte der Lehrer gesagt, so, jetzt gehen wir zu ihm hin, entschuldige dich. Mhm. So, und sie so, oh, I'm so sorry, I'm so sorry. Und er fängt dann an, so einen Monolog zu halten, dass wir ja hier im Fernsehen irgendwie etwas vertreten müssen und dass das nicht in Ordnung ist. Und wir sind sehr gut befreundet privat, diese beiden News-Anchors. Mhm. So. Aber das, was sie da gemacht hat, das hat echt wehgetan und das geht gar nicht. So. Das wundert mich jetzt halt allerdings. Spul zurück, ich habe mir das alte Video nochmal angeschaut und als sie das sagt, sieht er so gar nicht aus, als wäre das für ihn schlimm. Ja. Ja. Aber natürlich gibt es dann wieder, ja, Cancel Culture und so, Outcry, bla, alle regen sich auf. Pass auf, das muss dir jetzt wehgetan haben. Ja. Das ist schlimm. Also, ich weiß nicht so ganz, wie ich darüber denken soll. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das nicht irgendwie rassistisch motiviert war. Nee, nicht, also nicht wirklich. Wenn sie sagt, und ein Affe hat halt nun mal dunkle Haut. In ja, ich wollte gerade sagen, technisch gesehen ja. ist es vielleicht Rassismus
aufgrund dessen, dass er ja dunkle Haut hat und deswegen er den dunklen Affen ähnlich sieht. Aber es ist ja jetzt kein böser Rassismus gewesen, zu sagen, sie hat ja von diesem Affen auch geschwärmt. Also sie hat gesagt, ja, oh, der ist so cute, der ist so cute. Keine Lux. Wenn sie gesagt hätte, du bist genauso dumm wie der Affe oder so, ja, dann wäre es schlimm gewesen. Aber das finde ich ein bisschen affig. Und es gab es doch schon mal bei C&R oder H&M, die hatten raus so eine Shirt-Kollektion. Cooles Monkey in der Jungle mit so einem schwarzen Modelkind. Und es fand eigentlich, also ich habe das auch gesehen vorher schon, dachte aber, okay, ist halt irgendwie ein Model so. Und dann kam ein riesiger Rassismus-Skandal. Also da bin ich mir relativ sicher mit meiner Meinung, dass ich denke, dass die Leute, die das überhaupt erst gesehen haben, die Rassisten sind. Ich denke auch, das macht es erst rassistisch in dem Fall, weil das ja nicht abwertend gemeint ist. Und ich meine, Monkeys, wir stammen alle von Affen angeblich ab, ja. Und ob da jetzt. Adam und Eva. Ja, die auch. Wenn ihr meine coole, innovative Theorie hören wollt, wie Adam und Eva und Evolutionstheorie zusammenpassen, hört den Hörerwunsch über Atlantis und so. Ist dir aufgefallen, dass auf so Bildnissen von Adam und Eva, dass die Bauchnabel haben? Ja. Dass es gar keinen Sinn macht? Stimmt. Stimmt. Denk mal drüber nach. Alter Tino, du hast gerade in einem Satz die Bibel zerstört. Danke. Ja, nein, also, wie gesagt, also wie denken wir darüber? Ja. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, muss ich sagen. In dem Fall bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil zum einen, wie gesagt, ist das garantiert nicht negativ gemeint von ihr. Mhm. Zum anderen, klar, muss man irgendwie aufpassen, nicht auch aus Versehen Rassismus zu verbreiten und so. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also ich muss mir auch mal so viel anhören von irgendwelchen Typen, die halt auch so eine Brille haben und so wie Bubis aussehen, dass die aussehen würden wie ich. Oder ganz, ganz oft. Ja, aber das sind halt Menschen und keine Affen. Nee, ganz, ganz oft, wenn so Kindergruppen vorbeilaufen, an mir sagen meine Freunde auch immer, da fällst du gar nicht auf da unter den Leuten, weil ich auch so klein bin und schlank und jung aussehe. Mhm. Ohne Bart zumindest. Und das finde ich ja auch nicht schlimm. Und ich finde, man sollte über sich selbst nicht so eine Illusion haben. Klar, es sind Kinder und keine Affen, aber selbst das ist doch eigentlich jetzt nicht böse gemeint. Und dieser schwarze Anchorman, der hätte sagen müssen, es tut mir jetzt irgendwie weh von sich aus und es geht gar nicht. Ey, Catherine, oder wie die hieß, stop it, that's racism. Karen. So. Aber hat er nicht gemacht im ersten Moment. Und ich glaube, er musste sich auf Druck der Redaktion oder aufgrund von irgendwelchen Hassbriefen, musste er sich dem annehmen, der Kritik, und musste es dann so tun, als hätte ihm das wehgetan. Das finde ich halt nicht korrekt. Er muss über seine Gefühle entscheiden. Ich glaube, warum ich es dumm finde, ist, weil dieser Monolog noch dran gehangen wurde, so von wegen, wir müssen hier irgendwie gutes Vorbild sein und so, bla. Dieses Ganze hätte sie einfach nur gesagt, hey Leute, es tut mir mega leid, so war es auf jeden Fall nicht gemeint. Und er sagt, alles klar, kann ich so akzeptieren. Dann hätte ich das super gut gefunden. Aber dadurch, dass da so ein Ding drumherum gesponnen wird, nee. Nee, ich find's auch Quatsch. Also wenn er sich wirklich beleidigt gefühlt hat, dann okay, dann ist es in Ordnung, die Entschuldigung, und dann ist sie auch angemessen. Aber ich glaube nicht, dass es so gemeint war und ich denke auch nicht, dass es schlimm ist. Meine Meinung. Okay, Tino. Meine Meinung, dein Thema. Was geht? Zu dem Thema passt auch sehr gut. Wir sind halt voll Überleitungsdudes. Die True Fruits Werbung wurde gestoppt. Kennst du True Fruits? Ich glaube, hatten wir das nicht sogar schon mal als Thema? Die Smoothie-Marke, genau. Und es ist die kritisiert worden, hatten wir schon mal. Jetzt wurde ihre Kampagne auch gestoppt, tatsächlich. Das dürfen die nicht mehr machen. Ah, nee, warte, ich glaube, auch da haben die Lester-Schwestern drüber geredet oder so und deswegen habe ich es präsent. Ja, ich und David Hein, ja, das ist ja quasi eine Person. Und ja, die Werbung war halt sehr sexistisch. Sie haben so Sachen geschrieben wie bei Moment. Ja. Bei Samenstau schütteln oder Oralverzehr. Schneller kommst du nicht zum Samengenuss. Hä? Also die beiden, die du jetzt vorgelesen hast, finde ich voll in Ordnung. Das eine, was ich von den anderen gehört habe, war irgendwas mit, war das, Mann, abgeschleppt und so mag ich, oder nee, war das was anderes? Vielleicht verwechsel ich das. Na, es kommt noch mehr. Zum Beispiel Sommer, wann feierst du endlich dein Comeback? Also wie Spermarücken. Genau, und Das hatten sie auf jeden Fall auch. Aber jetzt wird es richtig krass. Okay. Das Beispiel, was jetzt kommt, und zwar ist es ein schwarzer Smoothie. Also ein Smoothie mit afroamerikanischem Hintergrund. Mhm. Noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Ja, okay. Also von dem habe ich auch schon mal gehört, das ist schon grenzwertig. Das ist schon nicht so geil, aber die anderen finde ich unproblematisch, glaube ich. Oder auch zu dem schwarzen Smoothie. Schafft es selten über die Grenze. Unser Quotenschwarzer. Aber im Endeffekt haben sie geschafft, dass wir drüber reden. Also alles richtig gemacht.
So. Letztendlich ja. Und ich muss sagen, das ist leider auch so ein bisschen mein Humor eigentlich, was sie da gemacht haben. Aber ich kann verstehen, dass es nicht für die breite Masse gemacht ist. Also ich kann lachen über so ein Dings. Ich finde es auch lustig, definitiv. Ja. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man das als Werbung nicht so gut findet. Ja, und es ist auch Rassismus. Also man kann es ruhig so sagen und wir hier als weiße, privilegierte Männer. Das kommt selten über die Grenze. Oder was war da? Ja, schafft es selten über die Grenze. Das finde ich unproblematisch. Es ist irgendwie schwarzer Humor, aber unproblematisch. Und das mit dem anderen, das schon eher irgendwie. Noch mehr Flaschen. Da ist halt eine klare Wertung drin. Richtig. Also, das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, das ist vielleicht ein Step zu weit. Ja. Gerade wenn man. Also, wenn man das unter Freunden so, haha, guck mal, eine Flasche aus dem Ausland oder so. Und man ist nicht ernst zu meinen, das kann ich halt auch differenzieren, liebe Leute. Aber es war Kalkül. Ja, natürlich so. Das ist halt auch irgendwie, da kommt ja auch der fade Beigeschmack. Wie ich gesagt habe, sie schaffen es darüber, dass wir drüber reden. Genau wie Donald Trump. Wie Donald Trump zum Beispiel. Ich bin mir mittlerweile, das habe ich ja auch vor 2 Wochen schon mal geschrieben, ich bin mir mittlerweile so fucking sicher, dass, also entweder, das ist so 5%, er ist insgeheim wirklich super klug und weiß genau, was er tut. Oder aber, das ist so die 95%, die ich eher vermute, er hat einen PR-Manager im Hintergrund, der ganz genau weiß, was funktioniert, was er tun muss und so. Denn, also, dieser Mann ist entweder, also der kann nicht so dämlich sein. Das kann nicht sein. Also ich glaube, da ist ein PR-Manager im Hintergrund quasi, der das noch betont, was Trump eh schon ausmacht, so ungefähr. Ja. Denn der Daily Trump, wir kommen nicht um ihn drumherum hier im Podcast. Der Weekly Trump. Er bleibt immer im Gespräch und zwar, nachdem er jetzt das G7-Gespräch über Klima und Amazonas ausfallen lassen hat, sagt er, ich bin ein Environmentalist, ja? Also er ist die Koryphäe, wenn es um Umwelt geht. Ja. Er weiß mehr als alle anderen. Habe ich dir auch dann noch so ein Video geschickt? Heute, ja, bei ganz vielen Themen hat er schon gesagt, er weiß im Grunde viel mehr als alle anderen. Ja. Bei Banking, ja, bei Steuern, ja, bei Investment. Er weiß bei allem mehr als alle anderen. So. Und das kommt aus dem Mund von der Person, die gesagt hat, Kohle ist sauber, Wind verursacht Krebs. Auch das hatten wir ja schon im Podcast. Oder jetzt sein neuester Clou, er will Tornados mit Atombomben bekämpfen. Ja. Und das sind einfach Aussagen. Ich weiß es nicht. Da muss irgendwas dahinter stecken. Er weiß halt, dass... Ein riesiges Erdbeben. Leute, und dann kam hier auf einmal so eine Oma vorbei und die hat gemacht, dass ich weine und dann hat sie meine Hose runtergezogen. Leute, wir sind echte Profis. Das Programm hat rumgespackt. Und wir schieben es mal aufs Programm. Ja, wir haben gerade gemerkt, dass die letzten 20 Minuten nicht aufgenommen wurden vom Podcast. Das war so geil, wir waren so witzig. Wir waren so on fire alle beide. Alter Schwede, ich habe mich bepisst. Wir haben über Sachen gesprochen, über die wir sonst nie sprechen, aber das können wir nicht nochmal machen, das geht nicht. Außer eine Geschichte vielleicht. Wir haben die Judenfrage geklärt. Wir haben den Sinn des Lebens endlich rausgefunden. Wir haben halt echt gerade eine Viertelstunde sinnlos gelabert, aber dafür sitzen wir jetzt hier draußen am Handy hochprofessionell. Wir haben ja selber gesagt, das ist die interaktive Folge. Ja. Und da machen wir das jetzt auch interaktiv. Wenn jemand vorbeiläuft. Wir haben gerade über Trump geredet. Wollen wir jetzt nochmal über Trump reden? Nee, komm, das reicht auch, oder? Ich weiß es nicht. Also die wichtigsten Eckpfeiler vielleicht schon nochmal. Ja, erzähl mal. Ich klapp's vielleicht auch nochmal auf, dann kannst du es ja selber sehen. Ich weiß halt auch nicht genau, wo jetzt der Schluss war, aber ist auch alles. Es ist doch scheißegal, liebe Leute. Also, der liebe... Jetzt rufen hier schon die Omas nach mir. Da, die zieht mir die Hose. Warum eigentlich? Die ist doch überall leider auch jetzt nicht ja, mit drauf. Schade. Tino hat als aus seinem... Wir haben uns über die Queen lustig gemacht. Die nette Queen soll doch mal gefälligst Prinz Andrew dazu bringen, seine Pornosammlung, kinderpornografische Sammlung, öffentlich zugänglich zu machen. Und da fiel mir halt eines aus meiner Kindheit. Also es gab so eine alte Oma, die ist quasi schon gestorben, als ich noch ein kleines Kind war, ein kleines Mädchen war. Hat das mit dem Messer in deiner Hand zu tun? Oh, Mann, hatten wir gute Gags eben. Ne? Leider ja. Und da wurde halt erzählt, und es stimmt auch, dass es eine Oma in meinem Dorf gab, die hat kleine Kinder zum Weinen gebracht. Also echt zum Heulen, also Jungs vor allem.
hat danach die Hose der Jungen runtergezogen, um sich an ihren Genitalien zu erfreuen. So. Ja. Das ist halt echt pervers. Es war halt echt so witzig, weil du dann auf einmal gesagt hast, die hat sich daran erfreut, dann ihren Penis zu zeigen oder irgendwie sowas. Und ich dachte, hä, die Oma hat jetzt auch noch einen Penis, was zur Hölle, was ja, ist denn das für ein Dorf? Ich habe dann gesagt, dass sie ihre Hose runtergezogen hat, aber ich meine, die Hose der Jungs und nicht ihre eigene, hat dann auf den Penis geschaut. Also es ist nicht so ein verstrahltes The Hills Have Ice Dorf. Nee. Oder irgendwelche Atomtestgelände oder so. Naja, auf jeden Fall, wir waren ja erstmal bei Trump. Genau. Ich habe ein bisschen davon gesprochen, dass Trump im Gespräch bleibt durch irgendeinen PR-Manager dahinter, bla bla. Er hat sein G7-Gespräch ausgesetzt, hat man vielleicht jetzt schon, als es um Klima und Amazonas ging. Jetzt habe ich erstmal auf mein Handy gespuckt, auch okay. So, und hat sich jetzt Environmentalist genannt, also Umweltfreund. Ne? Er ist der Boss, der sich mit allem auskennt. Er ist der Hecht, Hansdampf in allen Gassen. Dieselbe Person, die sagt, Kohle ist sauber, Wind verursacht Krebs und er will jetzt seit neuestem auch Tornados mit Atomwaffen bekämpfen. Du hast mir ein Video geschickt, wie er ständig sagt, wer sich in allem am besten auskennt und er ist ja der Experte für alles. Und daran merkst du eigentlich schon, dass er halt von nichts eine Ahnung hat. Ja, aber es funktioniert halt. Er sagt es und alle glauben es, zumindest seine Wähler. Und ich habe auch prognostiziert, dass er 2020 wiedergewählt wird. Du hältst es auch für sehr wahrscheinlich. Es ist schade. Ja, leider. Es wird halt wieder Bernie Sanders, soweit ich weiß, sabotiert. Im direkten Kampf Bernie Sanders gegen Trump sehe ich keine Chance für Trump, ehrlich gesagt. Er wird nicht mehr Chancen haben, Bernie Sanders, und dann war es das auch. Also wenn er jetzt die Wahl verkackt oder nicht gewählt wird, dann oder nicht aufgestellt wird, dann wird er nie wieder antreten, denke ich mal. Er ist so alt inzwischen. Er ist halt gar nicht so viel älter als Trump an diesem Punkt, aber er wirkt viel das älter. Ist halt die Härte, ne? Wenn Trump 2020 wiedergewählt wird, ist er der älteste Präsident aller Zeiten. Halt direkt den nächsten Rekord so. Ja. Naja. Der Dümmste und der Älteste quasi. Ja. So. Objektiv gesagt. Und dann, sein neuester Clou war 2020-Kampagne, neues Werbevideo. Da hat er, und ich zeig's jetzt hier nochmal, Tino, du hast es ja noch nicht gesehen. Nee. Da hat er das gleiche Symbol verwendet, so einen Löwenkopf von Lion Gate. Ja, das ist so eine Organisation von White Supremacists. Hat er teilweise verwendet, also nur den Kopf, nicht die Flagge drumherum. Du siehst ja auch, das ist diese... Ich sag mal, diese Südstaaten, diese Continental Army Flag, was weiß ich, irgend sowas. Das sind halt so viele, viele Zufälle irgendwie, Das ist gerade ein Taxi, was bei uns ins Studio fährt. Und diese vielen kleinen rassistischen Vorfälle und die vielen kleinen Anspielungen und Symboliken der Rechtsextremen und Rassisten, das baut halt ein Bild irgendwie, auch wenn er halt, wie gesagt, nicht mit Hitler-Gruß irgendwo steht, aber irgendwie und auch jetzt nicht den Kuckucksklan irgendwie repräsentiert, aber diese vielen kleinen Sachen bauen ja auch ein Puzzle irgendwie. Ja. In eine sehr schlechte Richtung. Ganz ungünstige Zufälle. Ganz viele sogar. Der Trump meint es doch nicht böse. Der kennt sich, wenn sich Trump bei allem so gut auskennt, dann kennt er sich vielleicht auch bei Nazi-Sein gut aus. Und das geilste Thema, das haben wir auch besprochen, Mann, das muss auch mit rein, wie Merkel gelacht hat. Richtig. Haben wir alles eben schon gesagt. Als Trump gesagt hat, dass er deutsches Blut in sich hat und Merkel anfangen musste zu kichern oder zu lachen. So. Ja, I have German in my blood. So. Das ist halt nichts, was man in Deutschland mit Stolz sagt. Ja. Und das ist so eine absurde Aussage irgendwie auf so einer internationalen großen Bühne, dass die gute Frau Merkel nicht an sich halten konnte. Ja. Und so, sie hat halt richtig so gebrustet, sage ich mal. Obwohl es stimmt, er ist ja, hat ja deutsche Vorfahren. Er ist ja, Trumpf hieß der oder so, ja. Donald Trumpf. Ja, Trumpf klingt dann schon wieder nicht so geil wie Trump. Ich glaube auch mit D geschrieben statt mit T. Echt, ja? Ich glaube. Trump. Aber ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall über die Landtagswahl gesprochen. Genau, da haben wir eine Prognose abgegeben. Du hast gesagt 25%, was ja auch, soweit ich weiß, gerade die aktuellen Zahlen sind. Ist ein Viertel, ey, das ist echt wahnsinnig. Ja, aber wenn man bedenkt, wenn es da so bleibt und der Rest sind halt 10%, sind es jetzt wirklich auch nicht so viele. Mhm. Ist halt eine Randgruppe. So. Randgruppen werden in Deutschland angespuckt und abgeschoben. Du hast ja gesagt 21%, ne? Nee. 22,5, irgendwas 0,5 auf jeden Fall. Ja, 22,5, glaube ich. Und da war ich vielleicht sehr optimistisch, aber wir werden sehen. Oder pessimistisch. Ja. Je nachdem. So, über Brexit haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ist eigentlich die News der Woche gewesen. Mhm. Ich gucke das jetzt mal nach, Mann. Es wird wohl ein No-Deal geben, ne? Ich gucke das jetzt mal nach, wann das letzte Mal die Queen das Parlament, die Regierung komplett auf Eis gelegt hat. Mhm. Queen... Stimmt, vor was googelt man 300 dann? Jahren so vielleicht. Queen Suspend Parliament, so. Aber sieht er jetzt das Sagen? So richtig vorübergehend? Oder nur so halb auch?
Was nochmal? Hat sie das Sagen jetzt auch, die Queen? Nee, sie hat nicht das Sagen. Es passiert jetzt einfach gar nichts. Ich habe ja gesagt, irgendwo in Sozialkunde wurde mir mal gesagt, die Queen hätte die Macht, alles in Notstandssituation, die Macht an sich zu reißen und dann schnell Entscheidungen zu treffen. Das ist das nicht. Hier wird wirklich quasi das Parlament einfach auf Eis gelegt, damit es keine Verhandlungen mehr geben kann. Mhm. Dadurch wird es immer wahrscheinlicher, dass es einen No-Deal-Brexit geben wird, was halt natürlich das Dümmste von allem ist. Aber ein Boris Johnson zum Beispiel profitiert davon oder sehr reiche Leute, denn die können dann die Sachen, die an Wert verlieren, sehr billig aufkaufen. Oh, gut, dass wir nochmal eine zweite Chance haben. Ich habe nämlich eben eine Sache nicht gesagt. Über 100 Konzerne, Betriebe, was auch immer, sind mittlerweile in die Niederlande gegangen im Zuge dieser Brexit-Sache. Was damit, wenn es dann nicht durchgeht. Gut ist für die Briten. Ne? Ja, aber alles wird halt billiger und die ganzen reichen Leute können dann die ganzen Vermögenswerte billig einkaufen. Das sind gerade so. diese rechten Parteien, die immer behaupten, sie wären für den kleinen Mann und die kleine Frau da, aber das Gegenteil ist der Fall. Die sind schlimmer als die FDP. Epstein war doch der für die kleinen Frauen da, oder? Ja, für die ganz kleinen Frauen. Epstein und Prinz Andrew. Da haben wir den Bogen gespannt und die Queen bitte einmal das geheime Pornstash von ihrem Sohn freigeben. Bitte einmal senden an Robin Nostrapo@freenet. Nee, bitte an Radio Lotte. Gut. Wir sichten es für euch durch und sagen, ob es sich gelohnt hat. Dann haben wir noch über Mexiko geredet. Die Marine von Mexiko. Wow. Bist du gebildet? Die hat 25 Tonnen, das ist eigentlich gar nicht so lustig, das Thema aufzulachen, 25 Tonnen an Fentanyl sichergestellt. Was ist denn Fentanyl? So was ähnliches wie Morphium, Opium, was auch immer. Es hat wohl die 100-fache Wirkung von sowas wie Heroin. Kann man zum Betäuben nehmen, also ist hier Narkose und so, oder aber als Droge. Und das aber, kann doch 11 Milliarden Menschen töten, ne? Woher weißt du das denn? Also zumindest in dieser Menge. 25.000 Tonnen können theoretisch 11,5 Milliarden Menschen töten. Reddit did the math. Sehr interessant. Da kann man von Massenvernichtungswaffe sprechen, aber kein Schwein interessiert's. Nein, wie gesagt, ich denke auch, die wollen nur die ganzen Menschen heilen. So. Die haben gerade ganz viel, die sie halt irgendwie betäuben müssen für Operationen. Genau, wir hatten das doch, dass sie in ihrem China-Gulag irgendwelche muslimische Frauen sterilisieren und so. Das wird halt einfach nur so Betäubungsmittel für diese Verfahren. Also ganz, ganz humane Sachen. Ich denke auch. So. Das ist ein dummer Zufall, dass es ausgerechnet nicht jetzt ist, wo in Hongkong so Stress ist. Und die ersten Panzer wurden gesichtet in Hongkong. Woher weißt du das denn? Ich weiß auch nicht. Und nein, das haben wir nicht schon berichtet, denn das letzte Mal, als Panzer gesichtet worden, war es noch in Shenzhen. Das ist eine Stadt außerhalb von Hongkong. Jetzt sind die ersten Panzer durch Hongkong gefahren. Meine Prognose war... Krieg. Es gibt keinen Podcast, in dem wir nicht rülpsen. Das ist so großartig. Ja. Es wird Krieg geben. Na, meine Prognose war auf jeden Fall, dass innerhalb der nächsten knappen Woche da irgendeine Form von Zuspitzung passiert. Die Augenfrau hat sich ja auch gemeldet, die von der Hongkong-Polizei das Augenlicht ausgeschossen bekommen hat. Die hat jetzt so ein Video gemacht, das wirkt so ein bisschen wie so ein Osama Bin Laden-Video, so von einer künstlichen Wand aufgezogen und so. Aber sie sagt halt, hey, stay strong und so. Hat auch die Stimme verzerrt, also scheinbar hat sie irgendwie Angst. Die Polizei will irgendwie jetzt ihre... Dass sie noch mehr Sinne rauben, dass sie in die Nase eindrücken. Ja, so. und Kopfhörer aufsetzen. Ja, nein, ist nicht lustig. Nein, ist es auch nicht. Es ging auch noch ein Foto viral, also das hoffe ich. Es gibt doch dieses uralte Foto, das kennst du bestimmt, dieses Schwarz-Weiß-Foto noch, wo jemand seitlich jemanden an den Kopf zielt. Ja, so ein Bürgermeister, der erschossen wurde, ne? Und ich hoffe, dass das neue Foto jetzt auch ähnlich zur Größe bekommt. Denn da wird ein Journalist mit einem Revolver bedroht durch die Hongkong-Polizei. Mhm. Und kann man nachschauen, ziemlich gute Umstände, die da gerade herrschen. Zum Thema Pressefreiheit haben wir auch erst einen Podcast gemacht, einen Hörerwunsch. Hört da mal rein. Macht das. Wo haben wir über Pressefreiheit geredet? Sie haben sich ja beide ein bisschen... Die Medienmanipulation. Genau, Manipulation durch Medien. Hört da rein, obwohl der jetzt wahrscheinlich noch gar nicht online ist. Der wird wahrscheinlich am Mittwoch kommen. Genau, kommt Mittwoch oder übernächsten Mittwoch oder so. Das Ahnung. Kriegen wir schon hin. Irgendwie sowas. Schön. Das also diese Woche. Wir hatten sie auch schon bewertet. Ich kann mir vorstellen, du würdest der Woche so eine 4 geben. Wow. Bist du ein Seher? Ja. Und ich habe gesagt... Die 4 steht in Japan für den Tod, denn 4, das japanische Wort für 4 ist irgendwie, fuck, ich weiß es halt immer noch nicht. Jin, Jong, Jong. Du hast dann versucht zu zählen. Und bin daran gescheitert, deswegen wollte ich das jetzt nicht doch mal machen. Ichi, ni, san,
Yong, ich glaube Yong ist es. Dann habe ich gesagt, genau, dass Pan auf Japanisch Brot heißt. Ja, die Armbrote mit den Pansexuellen. Ja. So. Wir sollten öfter einfach mal den Podcast schon mal besprechen, ja, ohne Mikrofon. Das sind wir viel besser. Dann können wir unsere Sätze... Brot. Richtig. Großartig. Hier ist der Brennpunkt Internet, liebe Leute. Jede Woche, jeden Sonntag auf Radio Lotte oder bei Spotify, YouTube, Soundcloud. Und im Grunde, wenn ihr sonst nichts vorhabt, kommt mal vorbei bei Radio Lotte. Die grillen hier gerade draußen. Wenn ihr das hört, könnte es vielleicht zu spät sein, aber... Ja, wir verabschieden die FSJlerin, also auch die für unsere Sendung verantwortlich war. Unsere chinesischen Billigarbeiter quasi. Richtig. Und obwohl, wir sind ja noch billiger. Wir kriegen ja 0 Euro die Stunde. Die kriegen wenigstens irgendwie knapp 2 oder so. Wenigstens das. Aber sie arbeiten für uns. Ja. Wir sind ja quasi die Sendungsmacher und die arbeiten für uns. Und jetzt geht halt die gute Ida und jetzt müssen wir zusehen, dass die neue Sabrina auch so gut arbeitet. Das glaube ich nicht. Ida kann keiner ersetzen. Ich denke auch nicht. Das hört sie zwar vielleicht nicht, aber Ida war schon was Besonderes. Ja. Wir haben ja sehr oft den Podcast eingesendet bei Radio Lotte und irgendwie ist es gescheitert jedes Mal, wenn Ida nicht da war. Tatsächlich. Deswegen an dieser Stelle ein Lob an Ida. Und Sabrina, du trittst in große Fußstapfen, aber das wirst du hinkriegen. Gut, eine wundervolle Woche. Ja. Vergesst nicht, es ist die interaktive Folge, liebe Leute. Wir wollen mehr Kommentare. Kommentare. Sehen. Überall, Soundcloud, YouTube und auch Leserpost. Ihr könnt uns bei Soundcloud auch folgen. Das ist möglich. Und ich weiß nicht, kann man bei Spotify irgendwie Playlist folgen oder sowas? Ja, man kann auch folgen in einem Podcast. Ja. Macht das alles mal. Kurbelt mal die Interaktion an. Denn wir sind baldige Gewinner des besten Podcast Awards aller Zeiten von Big FM. Es war großartig. Einsendeschluss ist jetzt. Wir können offen darüber reden. Wir kriegen wir die Werbekampagne. Diese Sendung einreichen. Nee. Also bitte nicht. Die vorletzte, wenn man die hier ausklammert, die war, glaube ich, auch wieder richtig gut. Ja. Aber im Grunde ist wirklich jede Sendung von uns gut. Ja, würde ich gerade sagen. Ja. Wir sind immer on fire. Gut. Ich weiß jetzt nicht ganz. Ich glaube, wir müssen noch 2-3 Minuten sicherheitshalber. Ja, macht ja nichts. Ja. Tino, wie geht's dir in deinem Privatleben? Großartig. Ja? Großartig. Ich habe viel zu tun, aber auch genug Freizeit. Ich schlafe gerade wieder ein bisschen wenig. Ich wollte gerade sagen, du bist halt echt immer, Tino, ich habe nicht so viel geschlafen, Ranacher, oder? Aber nicht immer. Letzte Woche habe ich gut geschlafen, aber... Warte, lass mal das Mikrofon kurz wegwerfen, warte. Guck mal, was dann passiert. So, nimm das noch auf. Dann geht's kaputt. Also, Big FM, wenn wir nicht mindestens der beste Podcast sind, den ihr überprüft habt beim Podcast reinhören, bis hierhin hören die eh nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Wenn die irgendwie 100 Einsendungen bekommen, das werden ja 100 Stunden Podcast hören, wenn die nur eine Folge pro Podcast hören. Müssen sie ja, wenn wir jetzt in einer letzten Sekunde irgendwie Sieg Heil sagen oder so, dann sind wir ja raus irgendwie. Wenn ich jetzt einfach nur ohne Kontext, warte kurz, damit der Kontext verschwindet. Sieg Heil. Ist das jetzt schlecht? Ja, auf jeden Fall. Okay, Mist. Dann müssen wir hoffen, dass Big FM hier nicht reinhört. Ja, wir sind der biggste Podcast aller Zeiten. Die werden uns lieben dafür. Also ich muss sagen, theoretisch in einer gerechten Welt hätten wir echt gute Chancen, weil wir was Besonderes sind. Ja, ja. Das sage ich jetzt ganz objektiv. Authentisch, wir sind authentisch. Wir sind authentisch, wir sind kreativ, wir sind flexibel, auch ein bisschen frech. Teamfähig. Ja, meine Schwäche sind, ich bin zu ehrgeizig und zu perfektionistisch. Genau. also komm. Wir machen halt nicht so ein plumpes, dick und doof, wir reden jetzt und lachen, sondern wir erfüllen einen Bildungsauftrag. Wir machen auch keine Werbung für irgendwelche dummen Sachen, die wir nicht gut finden. Ja, noch nicht. Hört rein. Wenn das Geld winkt, dann schon. Hört rein in den neuen Song von Daniel Gratsch. Oh nee, hast mach das nicht. Hast du eine Tüte? Großartiger Song. Mach das bitte nicht. Die Lyrics sind einfach auf fucking Grundschülerniveau. Das ist so übel. Und es gibt auch die Bit. Jeder bringt was mit. Die Bit. Aber also er kann schon, er macht schon gut Musik, aber die Musik mag ja schreiben sollte er anderen überlassen. Einfach lassen. Ja. Naja, okay, liebe Leute, ich hoffe, das war jetzt okay für euch hier, diese Scheiße zu ertragen. Besser wird's von hier aus nicht. Ich denke auch nicht. Hier hängen überall übrigens schon Wahlplakate, aber nur von der MLPD. Stimmt. Die aber heute ist der erste Tag, oder? Partei. Nee, die hingen schon vor einigen Tagen hier. Okay, ich gehe nicht aus dem Haus. Interessant. Mit Recht auch. Ich gehe nur mit Rechten aus dem Haus, wenn ich wieder ein Asylantenheim anzünde. Ja, klar. Ja. Die MLPD ist selbst unter den Linken sehr umstritten, weil sie halt sehr stalinistisch sind. Stalinski sind und sehr radikal sind. Also ich habe bisher coole Leute kennengelernt von der MLPD, aber ich kenne jetzt auch ihr Programm nicht wirklich.
Wir reden jetzt einfach noch ein bisschen über MLPD und ansonsten, wenn der Zeitpunkt jetzt überschritten ist, dann faden wir halt langsam raus. Ja, wie immer, wie immer. Ja, also wir hängen Wahl auf ist doch aber bei uns erst in 2 Monaten oder so. Also hier in Thüringen. So na, erst Ende Oktober. Man hängt eigentlich 4 Wochen vor der Wahl die Plakate auf. Ja. Aber ich dachte auch, dass die später ist, die Wahl, so im Oktober. Wie ich es gerade gesagt habe, war das gerade, genau. Hast du den Bernd Höcke gerade gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich trete an, also ihr könnt mich wählen, liebe Thüringerinnen, aber es ist noch nicht so weit. Tino tritt an und die Konkurrenz um. Richtig. Gut, aber ich glaube, jetzt reicht jetzt auch. Listenplatz 2 für die Partei. Also wenn ihr weiter von uns hören wollt, dann müsst ihr auch wirklich Geld bezahlen. Ja, ja. 20 Euro. Brennpunkt Hörerwunsch, ein Thema eurer Wahl. Wir reden über alles. Wir können auch mal eine Stunde nur über die MLPD reden oder eine Stunde über die bösen Onkels. Wir reden über alles. Ich habe so einen Dude, der mich angeschrieben hat. Fuck, ich glaube, den habe ich vergessen. Das war gestern. Er hat gesagt, sorry, wenn du das hörst. Er hat gesagt, ich bin 3 Tage in der Stadt. Und ob wir nicht mal vorbeikommen können. Und ich habe gesagt, naja, Dienstag, Mittwoch ist ganz schlecht, Donnerstag ginge, was halt gestern war. Nee, und bei dem war ich